Herzlich willkommen zu einem neuen Mitmach-Clip. Ich lade euch heute ein zu einer perspektivischen Zeichnung und ich nenne sie Stadt im Nebel. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen ein Lineal und einen Bleistift. Und schon kann es losgehen. Als erstes markieren wir uns links ein Kreuz und rechts ein Kreuz. Dann mit dem Lineal vom Kreuz aus zum Punkt immer ein paar Linien ziehen. Unterschiedlich lang, unterschiedlich weit vom Punkt entfernt. So einmal in die eine Richtung und natürlich auch in die andere Richtung. So eine Art Fächer. Vom Lineal darüber. Genau. So, als nächstes schauen wir uns die Schnittpunkte an und nehmen vom Schnittpunkt ziehen wir uns nach unten immer eine Linie. So, so. Das sind die Schnittpunkte der Linien. Ja, immer wo sich eine linke und eine rechte trifft, ziehen wir so einen Schnittpunkt nach unten. So, da können wir noch einen. So. Jetzt vom Schnittpunkt aus die linke Fläche einfach mal leicht einschraffieren. Von dem Schnittpunkt aus nach links leicht einschraffieren. Da, 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 hier auch. Hier haben wir noch was, da haben wir auch noch was. So. Als zweites vom Schnittpunkt aus nach rechts auch einschraffieren, aber dunkler. Also mehr draufdrücken. So, da. Und siehe da, so langsam entstehen Würfel, Quader, Hochhäuser. Ja? Wenn ihr die Hochhäuser seht, dann könnt ihr noch entscheiden, wie breit so ein Hochhaus sein soll. Ja, vielleicht. Und dann könnt ihr auch entscheiden, ob es dahinter liegt oder davor. Der hier ist vor dem. Der wäre hinten. So. Den ziehen wir mal ganz darüber. Da ist ein Hochhaus. Dem fällt noch das Ende, zack, das geht bis dahin. Und schon könnt ihr erkennen, wie so eine Stadt entsteht mit Hochhäusern, die da irgendwo im Nebel vor sich hin steht. Da oben sind die Wolken, das ist Himmel hier. Könnt ihr noch ein paar Wolken andeuten. Damit das Ganze räumlicher wird und die Illusion der Tiefe noch stärker wird, braucht es noch einen dunklen Vordergrund. Das heißt, hier im Vordergrund, dunkel. Vielleicht steht da auch ein Baum. Der so einen Ast darüber hat. Der Ast hinten was runter. Jetzt bewusst über das Bild malen, weil das ist ja eigentlich vor der Stadt. Ein bisschen Gras. So. Bäume, Äste, die da runterhängen. Das ist alles dunkel. Und schon entsteht unsere Stadt im Nebel. Viel Spaß beim Nachmachen.